damit sie den Booster füllen kann und wir ein ordentliches Spiel produzieren. Und nebenbei noch Research-Punkte bekommen. Accept. Bringt ein bisschen Geld, aber fängt auf keinen Fall die monatlichen Kosten auf. Das heißt, man kann sich nicht so über Wasser halten. Was aber auch ganz interessant wäre. Es muss ja nicht unbedingt durchgehend ein Spiel entwickelt werden. Contract accept. So, sein Boost ist auf 2, das ist schon mal gut. Und seiner bald auch. Ja, wir haben wieder über 500 Stück verkauft. Goldstatus. unsere Konkurrenz murmelt nur irgendwelche neidischen Kommentare. Jo, sehr schön. Das ist übrigens die Konkurrenz, die wir sabotiert haben. Scheint sich also doch zu rentieren. So, wir kriegen mehr Fans dazu. Wir haben 16,6 Millionen. Wir sollten... Was machen? Wir brauchen eigentlich mehr Forschungspunkte. Also einfach neu spielen. Medium, Topic... Nehmen wir mal eins von den ganz alten. Sport Simulator hatten wir gerade erst. Militär, Action, ja, obwohl, warte mal, Simulation, Strategie war bei Militär, glaube ich, gut. War Games. Wo ist der PC? Da ist der PC. Und auch ruhig mal für Erwachsene, was soll's. Weiter. Wollen wir einen Boost anschmeißen? Jo, der ist gleich voll bei dem anderen. Ich glaube, wir boosten dieses Spiel auch. So, Jonathan Lee ist unser Techniker, ist da richtig. Antigierung ist da richtig. Jonah Chen ist da richtig. Ich werde jetzt jedes Mal überprüfen, wo wer ist. Letztes Mal haben wir doch einen argen Fehler gemacht. Also, ich habe einen argen Fehler gemacht. Gameplay sollte höher sein. Ja, ist okay. So, Hype baut sich auf, Punkte ploppen hoch. Boost machen wir aber erst in Stage 2 frühestens. So in der Mitte. Jo, Research-Punkte sehen sehr gut aus. Die Logo können runter. Dann haben wir wieder das Problem mit ihm. Design. Machen wir mal ihn ein bisschen runter, aber nicht viel. Und Zeit für Presidential Power hat 6,5 Millionen gebracht. Sehr schön. Zeit für Boost. Und Boost. Halb 25, ohne dass wir was gemacht haben. Sehr schön. Sound ist ausgelastet, Grafik ist mehr als ausgelastet. Jonah Chen ist auch bei der Grafik, ja. Er ist beim... das sollten wir mal tauschen. Du dahin. Weil Anti-Gerogon doch ein bisschen mehr Designpunkte hat als unser Techniker. Jo, alles ist nicht auf 100%. Aber das müsste trotzdem einigermaßen hinhauen. So, gib mir Punkte, gib mir Hype, gib mir keine Bugs und gib mir viel Research. Ja, das Play System 3 kommt bald. Mhm. Oh, stimmt, wir sind schon im Jahr 20. Das dauert ja nicht mehr lang. Und wir halten uns einigermaßen. Also ich denke mal, eigentlich soll es eine exponentielle Kurve sein, wie viel Geld man verdient. Wir hatten eher so und jetzt brrr. Aber Hauptsache, wir schaffen es erst einmal. So, Punkte sehen sehr gut aus. Hype ist schon längst durch, ist okay. Bugs müssen weg. Bugs. Und dann noch ein paar Punkte extra. Oh, er ist gleich ausgelaugt. Okay, Bugs fixen und dann releasen recht schnell. Also ein, zwei Punkte nehmen wir noch mit. So, nein, das war ein Bug. Und Action. Nein. Warum jetzt Action? So, du Urlaub. Neuer Rekord. Neue Kombo, super Kombo. Und wir kriegen wieder neue Sachen freigeschaltet, die wir uns nicht leisten können, weil wir nicht noch Research-Punkte haben. Grafik hätte ich bald mal gerne neue. So. Advanced Physik. Celebrity Voice Acting. So, du trainierst bitte mal.
Research-Punkte. Du trainierst bitte mal Research-Punkte. Du machst Urlaub. So, Kritiken für Wargames. Das könnte gut werden. Heyo. Es sind auch sehr viele Zehen mit drin. Heyo. Es wäre mal krass, wenn wir so 9, 8, 10 und dann 2 hätten. Ich glaube, sowas geht gar nicht. Die sprechen sich ja doch anscheinend irgendwie ab. So, 7,5 ist okay. Gibt Fans, gibt Geld. Wir haben genug Puffer, alles gut. 1,3 Millionen. Das ist richtig gut. So, Booster baut sich auf. Du hast nichts zu tun. Du train auch mal Research. Beim nächsten Spiel richtig schön viele Punkte generieren. Verkaufszahlen sind immer noch gut, gibt immer noch Fans. Du trainier Research. Du trainier Research. Okay. Ich frage mich, wann wir endlich das größere Spiel bekommen. Oh, G3 kommt bald. Wir haben 20 Millionen. Wir müssten gleich unseren Zweifach-Booster voll haben. Dann nehme ich mal einen Medium-Boost. Mist, kann ich das Fenster hier verschieben? Nein. Wie lange trainieren die Jungs noch? okay, also in 4 Wochen. Das heißt M6-1. Und wir probieren einfach mal einen mittleren Boost. Und hoffen, dass das Training vorher fertig ist. So, die PlayStation 3 ist draußen. Und es kostet tierisch viel und alle wundern sich warum. So, sein Training ist fertig. Ihr ist noch lange nicht. Wir haben noch 3 Wochen. 2 Wochen. Und die PS3 ist draußen. 1 Woche. Haben wir noch Zeit. Das ist nicht gut. Wir müssen gleich das Spiel anfangen. Okay. Stopp. Wir müssen jetzt das Spiel anfangen. Sie... Ich kann das fast nicht erkennen. Das ist echt doof. Aber ja, die erste Phase ist immer nicht ganz so stark mit den Punkten. Also könnte es hinhauen. Wir hätten gerne ein neues Spiel. Medium, Everyone, Topic ist... Virtual Pet, Simulator, Plattform, PC, Game Engine, ganz toll. Und zwar... Dein Nerd. Kein Ausrufezeichen. Nee, Dein Nerd klingt irgendwie komisch. Züchte deinen Nerd. Nerdolution. Nerdolution. So. 3D-Grafik 3 ist okay. So, die beiden arbeiten. Er müsste gleich da sein. Und jetzt kommt die erste Phase. Okay. Story und Quest kann runter. Gameplay ist okay. Engine braucht sehr viel Zeug. Mouse Achievements. Jonathan Lee ist bei der Engine, ist auch richtig. Okay. G3 ist da. Wir haben einen etwas besseren Stand. Mit einem Bild von einem modernen PC und einem alten PC. Hm. Wir waren bei. Wow. Kriegen gleich viel bessere Zahlen. Also ja, wir haben auch 10-mal so viel fast ausgegeben. Halb 2. Wollt ihr mich veräppeln? 1:30. Okay, es steigt jedenfalls relativ schnell. So, er ist jetzt auch dabei. Komm, go, go, go. Ich hab Kopfkratzen und... Was zur Hölle war da gerade los? Es war gerade Stillstand. Hm. So, 12:45 ist okay. Anti-Girogon ist bei den Dialogen. Unser Techniker... Jonathan Lee ist bei der Technik. Unser Designer ist beim Design. Ja, okay. Boost. Einmal durch. Nochmal durch.
Boost. Antigierung ist beim Design, Grafiker ist beim Design, Techniker ist bei der Technik. Das ist echt komisch mit den ganzen Prozentzahlen immer. Na gut. Oh, ich hätte Rich Backstory mal wegnehmen können. Mist. Aber ja, wir haben mehr als genug Puffer. Und wir hätten Action Games erstellen sollen und keinen Simulator. Und Wargames hat 7 Millionen gebracht. Das ist schick. Spiel ist fertig. 124 Hype. Viele Bugs weg. 124 Hype, 124 Hype. Er muss bald in Urlaub. Und noch kommen ein paar Punkte dazu. 124, 124. Nicht zu lange warten. Wir wollen kein Diablo 3 erstellen. Oh, die PS2 geht vom Markt. Okay, ja, keine Trends mehr. Oh, und Hype geht runter. Das heißt, selbst wenn wir Action genommen hätten, wäre es jetzt kurz vorm Ende verschwunden. Was natürlich richtig schön gewesen wäre. Huh? Aber ja, so ist halt der Markt. So, Gameplay, Level Design, beides Level Up. 3D-Grafik Level Up. Okay, das könnte interessant sein. Release Game. Oh, Level 10 Charakter. Du, Urlaub. Du, oh, Kritiken sind da. Nerdolution. Da waren viele Einsen bei. Oh. Nicht so schön. Virtual Pet und Simulator ist eine großartige Kombination, ja. Ja, nee, nicht so toll. Ich hoffe, wir verlieren keine Fans. Aber bei einem 5,75 Spiel müsste das eigentlich noch okay sein. So, du. Research. Oh, wir haben keine neue Grafik-Engine bekommen. Okay. Dann research du mal. Dynamische Umgebung. Und du research mal ein neues Topic. Mystery. Mystery und Adventure ist bestimmt eine gute Kombination. So, Geld, 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 Geld. 1,1 Millionen und 660 Fans. Wir sind definitiv auf den grünen Zweig wiedergekommen. So, du research bitte. Neues Topic. Hospital. Das könnte eine Anspielung sein. Vielleicht kriege ich da wieder irgendeinen Erfolg oder so. Also Hospital, start research. Grapple. Mhm, die Firma kennen wir doch noch. Ja. Ich will aber keine Spiele für ein Handy erstellen. Bestimmt nicht. So, du, research. Nee, komm, du trainier mal ein bisschen. Wir haben genug Puffer, um jetzt zu trainieren. Game Jam. Was war das da? Du brauchst Technologie 700 dafür. Okay. Herausforderung angenommen. So. Du bist auch fertig. Train. Du trainierst mal eigentlich alles. Naja, du warst primär für unsere Research-Punkte zuständig, also mach das mal. So, du trainierst. Oh, du bist schon fast an den 700. Okay, du trainierst mal Pixel. PS2 wird nicht länger unterstützt. Hatten wir das nicht gerade schon? Hm, komisch. Ah gut, die Booster füllen sich langsam. M6 war die G3, ne? Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich so lange warten, aber nee, es wäre Verschwendung für die Booster. Nee, komm, wir lassen sich jetzt alle zu Ende forschen. Was hier nicht lange dauert, also trainieren und dann kommt ein neues Spiel. So, jetzt. Oder kurz mal bei der Game Engine gucken. Surround Sound wäre neu, Branching Story wäre neu, Dialog Tree wäre neu. Wir haben doch schon eine ganze Menge Neues. Ah, was mit der Grafik irritiert mich ein bisschen. Wobei, wir können selbst die Grafik jetzt nicht voll ausnutzen. Wir sind da meistens nur auf 80, 90%.
Also ja, ich denke mal, das ist soweit okay. Das ist die 2000er Anti... Anti-Engine 2. Ich glaube, der Rest passt da nicht so ganz. Jo. Außerdem haben wir jetzt eine neue Engine und wenn wir jetzt Neuauflagen machen, dann kriegen wir da auch wieder einen Bonus. Also 1,6 Millionen, weg damit. Und ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt zum Abspeichern. Oh, Nerd Solution hat 3,7 Millionen gebracht. Aber ja, abspeichern und wir sehen uns gleich wieder. Save. So, also bis gleich.